Go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Wollen wir direkt? Okay. Pink AK 661. 661. Baby, komm. AK, bitte, AK. 661 AK. 661 AK. 661 AK. 661 AK. Komm, bitte die AK. Du. Oh, du. Oh mein Gott. Dieser Bait. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wir waren kurz vor Gold, Digga. Hast du gesehen? Was machen wir denn auf? Dream and Nightmare. 8 Stück, 12 Stück. Ich bin gerade innerlich richtig gebrochen von dem AK-Antäuscher. Aber das tut gerade richtig weh. Das tut gerade richtig, richtig weh. Okay, okay. Pink Stat-Track, Condition, Arschritze. Aber take ich. Jolt, Jolt, Jolt gewollt. Jolt, Jolt, Jolt. Gold, Gold, Gold. Dream and Nightmare Kiste ist super, Digga. Super Kiste. Wenn du hier mal reingehst, Dream and... Ach, Digga, meine Fresse. Bei mir hat's wieder hier ganz doll gekratzt im Buxtehude. Hat niemand gesehen, Digga. In der Dream and Nightmare Kiste gibt es mehrere Gamma-Doppler. Emerald-Messer, zum Beispiel das Bowie Emerald. Aber auch ganz exklusiv das Butterfly Knife Gamma-Doppler Emerald, was wunder, 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 wunderschön ist und aktuell einen Wert von roundabout 20.000 Euro. Also ich sage euch ganz ehrlich, die Dream and Nightmare Case ist im Verhältnis für 1,28 Euro, Digga. Das geht im Verhältnis echt klar. Anhand der Messer, die du da rausbekommen kannst. Klar, hier sind die Plugs drin, das ist die Scheiße. Aber ansonsten auch die AK ist ganz okay. Bekommst du nicht irgendwann genug von Lil Peep? Reezy. Nö. Wie machst du das denn mit der Musik? Hörst du jeden Tag 10 verschiedene Künstler, damit du es nicht overhörst, oder was? Oh! Zustand leider. Oh, schade. Tag ich. Warum streamst du nicht mehr im Zockerzimmer? Also auch nochmal für dich, Digga. Also ich kann... Es ist nicht so, als wenn ich mein Zockerzimmer unten nicht mag oder nie gemocht habe oder nicht mehr mag. Aber aktuell kann ich dir nur nochmal, jetzt nochmal das letzte Mal, sage ich das jetzt nochmal im Stream. Aktuell ist es halt einfach so, Digga, ich habe 2,5 Jahre unten im Keller gesessen. 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag zum Teil. Und es war auch okay für mich. Ich liebe das Zimmer unten. Aber aktuell ist für mich einfach so eine gewisse Abwechslung, so als wenn ich einen neuen Arbeitsplatz hätte. Ich habe jetzt gefühlt 2,5 Jahre auf derselben Baustelle gearbeitet, wenn man es jetzt mal mit dem Handwerker vergleicht. Und jetzt aktuell ist hier oben meine Baustelle und hier arbeite ich jetzt. Und ich fühle mich hier oben einfach wohl. Ich gucke jetzt nach draußen, Digga, sehe die Bäume, sehe ein paar Vögel fliegen, sehe, dass die Sonne untergeht und so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fühle mich hier einfach gerade, ich fühle mich in der oberen Butze hier, in der obere Zockerzimmer, fühle ich mich einfach gerade wohler. Und für mich persönlich, und das wird jetzt nicht jeder nachvollziehen oder nicht fühlen, für mich persönlich ist es vollkommen scheißegal, was im Hintergrund zu sehen ist, ob da ein Aquarium zu sehen ist oder LED-Lichter. Für mich ist die Qualität in dem Setup selber wichtig. Und das muss ich fairerweise sagen, dass die Qualität hier oben ist besser als unten. Alleine schon von der Stimme. Keller fand ich besser. Du hast es überhaupt nicht verstanden, Digga. Scheiß drauf. Take ich. Scheiß Zustand. Besserer Zustand? Digga, zweimal die scheiß Pinkwaffe da im Hintergrund im Arschritzenzustand. Zum Zuschauen ist der Hintergrund im Keller schöner. Also meine Facecam ist 1/30 von dem, was zu sehen ist, Digga. Wenn du jetzt die ganze Zeit mir nur ins Gesicht guckst dabei, dann tut's mir leid. Aber ja, natürlich, du hast recht, theoretisch gesehen, der Hintergrund ist schöner unten, ja. Lauter. Wollt ihr den denn voll? Sind das für Zustände, Digga? Okay, Weapon Case. Seid ihr bereit?
661, AK-47. Let's go. Komm schon! Bitte! AK-661, AK, 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 AK. Oh mein Gott. Müll. AK, 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 komm schon. Bitte, Pink AK 661. Bitte. Das war's komplett, wir wurden hochgenommen. Chroma 2 haben wir 2 Stück. Take ich. Zustand Minimal Wear, take ich. All day, all night. Gold, Gold, Gold. Schade. Machen wir mal die Frakturkiste auf. Da die Desert Eagle ist ziemlich nice. So langsam könnte was Dickes kommen. Gold, Gold, Gold. Ja, so mittelmäßig bis jetzt, das Opening bis jetzt. Gold, Gold, Gold. Ach Mann, ey. Heute ist wieder so ein Tag, wo man nichts hittet, habe ich das Gefühl. Heute werden wir nur gebaitet. Skip Pack vielleicht, kommt. So. Viel Tested, Digga. Wir haben einfach kein Glück. Battle Scarred. Guckt euch mal die Ausbeute an. Viel Tested. Well Worn. Battle Scarred. Viel Tested. Viel Tested. Well Worn. Well Worn. Viel Tested. Well Worn. Wir haben heute nur Pink gezogen und alles immer nur viel Tested. Das ist hochgradig illegal. Also mir war das gar nicht so bewusst, aber wir werden heute richtig, richtig mir vorstellen können, mit einem Transgender zusammen zu sein. Das weiß ich nicht, Digga. In der Situation war ich noch nie. Ich will dir so sagen, Digga, und da werden viele, viele sich drüber aufregen oder viele empört sein, weil sie alle halt noch vielleicht in ihrer Einstellung so ein bisschen im Neandertaler-Zeitalter leben und ähnliches. Aber wenn ich eine Person kennenlernen würde, die Transgender ist und ich würde mich mit der gut verstehen und unabhängig davon, ob ich von Anfang an weiß, dass sie Transgender ist oder es erst später rausbekommen würde und ich würde mich menschlich gesehen mit ihr gut verstehen und man würde viben und man hätte einfach eine gute Zeit, dann würde ich zumindestens sie nicht, also ich würde nicht das als Ausschlusskriterium nehmen und sagen, oh, du bist Transgender, für umoperiert oder nicht umoperiert und deswegen können wir uns nicht weiter treffen. Nee, so bin ich nicht drauf. Wäre mir dann in dem Fall zweitrangig. Was hat das mit Neandertaler zu tun? Dass viele Leute, also die wenigsten Leute würden sich, obwohl sie es so sehen, wenn es so wäre, viele Leute in der heutigen Zeit oder allgemein, aber viele Leute würden sich doch nicht trauen, in der Öffentlichkeit, so wie ich, auszusprechen, dass sie, wenn sie eine Transgender kennenlernen würden und das dann rausbekommen, dass sie damit kein Problem hätten, beziehungsweise erstmal neutral eingestellt werden und sich weiter treffen würden. Viele würden sich das doch nicht trauen zu sagen. Weil es leider so viele Leute gibt, die dann nämlich der Meinung sind, dass es okay ist, diese Person als oder ähnliches zu beleidigen, was absolut nicht geht. Aber viele Leute sind leider immer noch homophob und verurteilen Menschen, die einfach sagen, du Diggi, mir ist das egal, ob männlich oder weiblich beispielsweise. Das ist homophob. Und aus dem Grund sage ich das auch hier im Chat, weil ich möchte, dass die Leute offener und entspannter und respektabler miteinander umgehen. Ich will jetzt das fast wieder nicht aufmachen, aber jeder sollte alles respektieren von anderen Menschen in ihrer Sexualität, solange sie sich nicht strafbar machen oder anderen Menschen schaden. Und deswegen kann ich euch da nur mit auf den Weg geben, lieber Livestream-Chat. Wenn ihr persönlich 100% auf Frauen steht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber verurteilt oder diskriminiert Menschen nicht, die nicht so von der Sexualität sind wie ihr. Ne? Das ist eigentlich die Message, die ich damit auch auf den Weg geben möchte. Okay, gehen nochmal in die Clutch-Cases. 20 Stück. Gold, Gold, Gold. Jolt, jolt, jolt. Oh, bitte gut! Motor los. Oh, okay, ja. Okay, take ich. Ey, Geschenken-Gau schaut man nicht ins Maul. Minimal Wear sind leider keine starken Handschuhe. Die haben wir schon mal gezogen. Optisch sind die leider nicht so geil, Digga. Sind gefühlt 100 Euro Handschuhe. Egal. Einmal Gold, take ich. Viel Tested, ja, sorry, viel Tested. Motot los, lass mich mal kurz gucken. 100 Euro, Digga. Back to back. Back to back. 1 zu 160.000. Gold, 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 Gold. Bitte einmal im Leben, einmal im Leben.
Wir sehen uns morgen wieder auf dem Hauptaccount, wenn es wieder heißt Gold, Gold, Gold. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Wiederschauen, reingehauen. Liebe an euch, liebe an die Community, liebe an die Mods. Kuss.